Ja, vielen Dank. Ich muss sagen, ich bin sehr begeistert von den vielen innovativen Vorträgen, gerade im Bereich IoT, Datenverarbeitung, Datendarstellung, KI. Einerseits, weil es mich als Ingenieur natürlich fasziniert, aber andererseits auch, weil es mich als Jungunternehmer freut, weil das sehr genau unserem Geschäftsmodell auch entspricht, weil wir davon profitieren können. Denn Sie müssen ja irgendwie an Daten kommen, die Sie in diese Systeme reingeben können. Das heißt, Sie benötigen Sensoren. Typischerweise optische Sensoren, Laser, Kameras, aber auch kapazitive, induktive Sensoren. Ist kein zu großes Problem, aber für die Automation benötigt. Aber was ist, wenn Ihre Produktionsumgebung so aussieht? Beispielsweise ein Stahlwerk. Ja. Sie haben einen Prozess, relativ, sage ich mal, klassische, schwere Industrie, aber trotzdem stehen Sie unter Innovationsdruck, wollen das automatisieren. Beispielsweise kühlt sich Ihr rotglühendes Stahlerzeugnis in der Kühlstraße zusammen, weil es mit Wasser gekühlt wird. Dabei entsteht massiver Dampf. Das heißt, Sie können optische Sensoren eigentlich nicht einsetzen, um die Geometrie, diesen Abkühlprozess genau zu verfolgen. Was aber schön wäre, wäre, wenn Sie die Anlage, die beispielsweise vorgelagert ist, wie die Walze, live mitsteuern können. Das heißt, das Objekt zieht sich beim Kühlen zu stark zusammen. Sie regeln das einfach nach. Dafür können Sie eins der vielen IoT-Systeme der anderen spannenden Startups hier nutzen, aber Sie brauchen den Sensor, der misst. Und da kommen wir ins Spiel. Wir glauben, dass es nicht nur im Bereich Stahlwerke, sondern ganz allgemein viele Bereiche in Produktionsanlagen gibt, die im Moment mit herkömmlicher Sensorik sehr schwer zu bedienen sind. Sei es wegen starkem Streulicht, Vibrationen, optischen Einschränkungen, Staub ist immer ein Klassiker, aber auch durch Materialien hindurch, wo man unsere Sensoren einsetzen kann. Wir glauben, dass das Problem, die Lösung dieses Problems Radartechnologie ist. Sie kennen das wahrscheinlich aus dem Kfz-Bereich, speziell hier in Stuttgart. In den meisten modernen Kfz sind Radarsysteme eingebaut, beispielsweise in Adaptive Cruise Control. Ja, Sie müssen auch bei starkem Regen, Sand, Schneestürmen noch den Abstand messen können. Das heißt, diese Technologie an sich ist bereits auch unter sicherheitsrelevanten Bedingungen getestet. Aber der Unterschied ist, im Automotive-Bereich benötigen Sie keine Genauigkeit. Im Adaptive Cruise-System ist es egal, ob Sie 100 Mikrometer näher oder weiter weg von Ihrem Vordermann entfernt sind, da müssen Sie schon längst bremsen. In industriellen Produktionsumgebungen ist das anders. Da kommt es tatsächlich auf diese Genauigkeit an. Wieder zurück zum Stahlwerk. Wenn Sie hunderte Tonnen Stahl am Tag produzieren und wenige Mikrometer oder sogar Millimeter an Ausschuss reduzieren, dann sparen Sie richtig Geld. Deswegen Ondosens-Radare einsetzen. Die sind einerseits robust, können in diesen ganzen Umgebungen, von denen ich sprach, eingesetzt werden. Wir sind sehr, sehr präzise, wir können auf unter einen Mikrometer genau messen. Das Ganze ist eine sehr wirtschaftliche Technologie, denn ich habe es angesprochen, Radare werden hauptsächlich im Kfz-Bereich eingesetzt. Das heißt, die grundlegenden Komponenten werden in Massen hergefertigt, sind nicht wahnsinnig teuer und man muss nur eine Elektronik fertigen. Ein optischer Sensor braucht typischerweise eine Optik, das ist ein weiterer Herstellungsschritt, muss kalibriert werden, das entfällt. Und es ist eine sichere Technologie, gerade im Vergleich zu Röntgen- oder Laserstrahlen, kein Augen. Belastung kann überall eingesetzt werden. Wir kriegen oft die Frage, was sind denn so die typischen Anwendungsfelder für solche Sensorik? Und da sage ich gerne, eigentlich alles, was so im industriellen Automationsbereich vorkommt. Ich habe das hier versucht, so ein bisschen allgemein darzustellen. Klar, typischerweise messen wir Abstände, wir können aber auch Geschwindigkeiten messen, wir können aber auch Objekte klassifizieren, beispielsweise in Verpackungen oder eben durch dichten Nebel hindurch. Ich habe ein Beispiel hier aufgeführt, wo wir gerade mit einem Kunden zusammenarbeiten. Wir können sogar unsere Radarsensorik innerhalb von stationären Motoren, also wirklich so der übelsten Umgebung, die man sich vorstellen kann, wahnsinnig viel Öbelstau, starke Vibrationen, trotzdem messen wir auf 10 Mikrometer genau innerhalb von diesen Motoren einsetzen. Aber generell kann man sagen, überall, wo man ein Problem mit bestehender Sensorik hat, kommen Sie einfach zu uns, sprechen Sie uns an. Viele von unseren Kunden und manchmal auch wir selber sind überrascht, was man mit dieser Technologie alles lösen kann. Und heute mussten wir zum Beispiel auch noch niemandem erzählen, nein, das geht nicht, sondern wir hatten eigentlich immer gute Denkansätze, wo man unsere Sensoren einsetzen kann. Und ich kann Sie nur einladen, kommen Sie an unserem Stand vorbei, sprechen Sie uns an, wenn Sie in irgendeine Richtung Schwierigkeiten mit herkömmlicher Sensorik haben. Radartechnologie könnte eine sehr interessante Lösung für Sie sein. Vielen Dank.